Und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, fast nahtlos zur Montagsfolge machen wir ja am Mittwoch weiter. Fast nahtlos in dem Sinne, weil ich habe erstmal hier frischen Kaffee geholt, aber jede Menge Abfahrt gekommen hier. Ne? Müssen richtig viel wieder abkippen. Aber wenn ich das jetzt hier sehe, ist natürlich ganz schön voll. Ne? So, irgendjemand hat auch die Arbeit beendet. Also das könnte diesmal eigentlich nur unser Sammelwagen sein. Da hätten wir natürlich diesen Fendt frei und könnten damit irgendwas machen, aber schon überlegt, ich denke mal, wir werden uns für den Kalkstreuer mal noch einen Trecker kaufen. Mal gucken, ob wir was Passendes finden. Denn wenn, dann könnte der Fendt sich die Ballenpresse holen, denn ich glaube nicht, dass wir Gras noch hier in Silo fahren müssen. Dann könnten dort Ballen gepresst werden. Schlecht einzuschätzen, aber wir sind jetzt bei, also ich brauche nicht aussteigen, wir sind jetzt bei 62% verdichten, also das merkt man schon deutlich, dass wir drauf rumfahren und sind bei 4,1 Millionen, aber ich glaube nicht, dass hier noch 900.000 reingehen. Obwohl, man kann es schlecht einschätzen, aber boah, da kommt der nächste Trecker, hier stehen noch drei, also es ist 5 Minuten weg gewesen hier und schon ist hier. Gehen natürlich jetzt unsere Häcksler auf dem Feld rum. Was will er? Dann fahr doch hin tanken. Warum macht das nicht? Konnte keine Tankstelle finden. Junge, wo kommst du her? Erstens sind Tankstellen eingefahren, die es auf der Map gibt. Zweitens steht hier oben eine Werkstatt, wo hoffentlich noch Sprit drin ist. Meine, das ist natürlich Restrisiko, dass ja kein Diesel drin ist. Aber dann könnte er doch auch hier. Ach nee, die fahren, glaube ich, nicht mehr an Produktion tanken, ne? Das wurde doch mal geändert. Jetzt weiß ich nicht, ob er Diesel dann hier auch als Produktion zieht. Da hier sind 16.000 Liter drin. Das sollte eigentlich ganz gut reichen. Schon machen wir wieder was anderes. Kommen wir ja wieder von unserer eigentlichen Aufgabe ab. Nicht zu 100% voll, aber voll genug. Ach, Motor anlassen, das wäre eigentlich besser. Ja, F1 können wir dazu machen. So, wir kippen jetzt noch mal drüben an der Kante lang. Wir dann noch mal ordentlich aufgeschüttet kriegen. Ja, wenn dann voll ist, müssen wir die Fahrzeuge halt umstellen, müssen sie halt ins Hofsilo fahren. Das wird ruckzuck werden. Ob wir es in der Folge schaffen, das weiß ich jetzt nicht, aber so schlecht sieht das nicht aus. Also wenn, dann hätten wir aber richtig deutlichen Fortschritt. Wir werden es vielleicht nicht verdichtet kriegen, das aber voll kriegen wir es vielleicht jetzt hier die nächste halbe Stunde. So viel kippen wir hier nicht mehr rein. Ja, immer schön hinten lang fahren und wenden. Weil hier das Loch, das ist auch fast ein Anhänger voll, ne? Ah, genau das darf ich nicht machen. Er kommt ja nicht drüber. Fährt er zwar hier hinten runter, das ist egal. Immer noch drei da. Man jetzt schon einen Teil umzustellen, Hofsilo, das ist auch nicht praktisch unbedingt, finde ich. Weil wir könnten natürlich einen rausnehmen und abknapsen, auch als derjenige, der Kalk streuen soll, würde auch gehen. Ne? Aber bei dem Kontostand können wir uns eigentlich auch leisten, noch Trecker zu kaufen.
So geht man gleich bis vor an die Kante. Wir werden auch nicht volle Offshoot-Höhe kriegen. Dazu ist da zu wenig ein Anhänger. Sieht gut aus. So, gucken wir mal, ob wir noch einen daneben gezirkelt kriegen. Der fährt zur Werkstatt, dann soll es tun. Der ist wieder zu langsam, der GCB, hä? Der kommt nicht hoch. Zack, fest. Bauen wir hier wieder einen halbstarken Bauern, ne? Aber bei 52.000 Liter brauchen wir schon einen starken Bauern, ne? Bloß als Kalkstreuer würde ja meines Erachtens ein mittelgroßer Traktor reichen. Weil er sollte zwar auch schon über 200 PS haben, aber das kriegt man dort eigentlich auch gut hin. Da geht es, glaube ich, Richtung 300 ganzen gar, ne? Oder sind das schon alles Großtraktoren dann? Aber so wird es nichts hier. Das ist wieder... Ah, kommt die nächste Ladung. Aber wenn wir hier gucken, das kriegen wir definitiv nicht mehr rein hier. Ein Fall. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte schon eher gedacht, dass wir vielleicht nicht mal reichen. Nicht weit genug links, ne? Aber also ein bisschen bedenken, nicht, dass ich es drüber kippe. Der Sand auf der Ecke ist voll. Dann 30% zu verdichten, das ist auch noch mal ein bisschen Arbeit, aber gehen. Ich weiß nicht, hat man das andere überhaupt schon fertig verdichtet? Kann ich mich jetzt überhaupt nicht dran entsinnen.
Ne, das sind wir auch erst bei 82%. Hier müssen wir auch noch kräftig drauf rumfahren. Wo fährt denn Erzenfeld zurück? Das ist jetzt für Quatsch, ja. Was will denn, hat denn er vor? Das Rotieren habe ich doch aus, oder? Hat er noch das Rotieren an? Oh. Das muss natürlich aus. Das ist klar, wenn er sonst hierher kommt, fährt er nicht. Wenn er Rotieren an hat, fährt er dann nämlich weiter zum Feld zurück. Dann kommt er wieder hierher. Beziehungsweise nicht hierher, sondern an... Das Käse, was ich mache. An einen anderen Entladepunkt, der in diesem Ordner ist, ne? Weil er wartet ja dann immer bis eine gewisse Zeit. Wenn dann nichts passiert, fährt er weiter. Ne? Hier oben wird es schon richtig Kante. Aber ich schiebe da jetzt nicht nochmal was weg. Das bleibt das Wetter da hier mal. Ups. Da helfen wir so rum nach. Meine, die andere Seite ist natürlich, man könnte so einen schon rausnehmen, den Kalkstreuer geben. Machen wir auch, wir nehmen gleich ihn hier. Während ihn reparieren hier oben, dann schickt man runter zum Lohnerhof. Vollgetankt ist. Wenn wir jetzt einen neuen kaufen würden, einen Trecker, dann müssten wir auch erst zum Lohnerhof schicken. Das, der da ist, das dauert genauso lange, als wenn er runterfährt. Die werden wir hier bloß kurz durchreparieren. Beziehungsweise entsprechend lackieren. Lass mal den kurz hier stehen. Ne, den schickt man runter. Das ist eigentlich Quatsch, was wir hier machen. Schickt man runter zum Lohnerhof Werkstatt. Ich sehe auf alle Fälle, bevor wir den abholen, ist auf jeden Fall repariert. Weil da kriegen wir wahrscheinlich heute noch Silo hier aufgefüllt. So wie mir das aussieht. Obwohl jetzt ein Abfahrer fehlt, aber ich glaube, das merkt man nicht. So hier, Gummi, Gummi. Rechts ist Gas. Ah, schafft er. Den kippt man auf alle Fälle noch von hier oben aus. Obwohl, geht noch einer.
Mit einer GTB kommen wir nicht hoch. Richtig Geschwindigkeit sammeln. Ah, gerade so. Aber oben. Geht hier drüben noch was oder täuscht das? Alles Liter, die wir nachher mit dem Radlader nicht machen müssen, ne? So, mit einem werden wir definitiv noch mal hochfahren. Den nächsten. Es kommt hier wohl keiner mehr. Haben wir einen Abfahrer rausgenommen, kommt keiner mehr. Doch, da hinten kommt einer. Reicht das von Schunk her? Nee, reicht nicht. So, nochmal werden wir nicht hochkommen, weil wir kippen ja jetzt hier eine richtige Kante hin, ne? Mal von unten her ausladen. Also rückwärts reinschieben. Und Sprung. Naja. Die Note ist schlecht. Wir hatten das Förderband nicht. So eingeklemmt. Müsst zwar dann den Rest weglöffeln, wenn wir es jetzt hier auf der Erde kippen, aber es ist, glaube ich, immer noch besser. Ich nehme das oben vom Förderband ab, als dass ich das immer mich mit dem Radlader hochquäle. Müsste ich es ja auch hier irgendwo auf die Erde kippen, ne? Ist ja nichts anderes.
Das haben wir ja schon oft genug gemacht. Radlader schaufeln dann oben drunter. Können wir die befüllen, wenn wir oben sind? Wir kippen ihn mal gleich rein hier. Also nicht ins Förderband, noch ins Silo. Dann fahren wir den Radlader hoch. Erst verdichten wir dann noch ein bisschen spaßig. Also das schaffen wir definitiv nicht in der Folge. Weiß jetzt nicht, ob wir ihn schon umstellen, sonst ins Hochsilo fährt. Aber ich glaube, die schnappen wir uns dann nach und nach, wenn wir hier Land sehen. Ne? Ja, es kommt noch ein bisschen was rum an Häckselgut hier. Ne? Ich weiß gar nicht, was passt denn oben rein? Halt. Hin, dahin. Ich hoffe mal, wir haben noch genug Kapazität. Aber wir hatten ja eigentlich unsere ganzen... Wir haben Zuckerrüben 2,5 Millionen drin, weil in das Silo geht nicht unbegrenzt rein. Wo ist, sehe ich den Trigger hier? 10 Millionen gehen rein, 2,7 benutzen wir, ja, passt. So, 36, genau. So, machen wir erstmal aus rein, dass es sich auch entsprechend beladen tut. Hier kommt die 36 rein. Und natürlich hier Donnerhof. Donnerhof, dort die Multi, die Agrochemie abholen. Wir haben ja keine Multiproduktion. Jetzt stellen wir mal ein, finde Weg. Ja, passt. So, hier kommt Nachschub. Bei wie vielen Millionen waren wir jetzt überhaupt hier? Denn das sind doch jetzt nicht... Ja, 4,6. Ich glaube 4,8, ne? Wir hatten das ja schon mal voll. Ich weiß wirklich nicht mehr, was reinging. Halt, wir müssen rüberfahren, sonst fährt er über das andere Silo.
Oh, wird blockiert? Wer will das sein? Ja, muss entladen werden, Zuckerrohrernter, und Arbeit beendet, wird hier drüben der Grassammler sein, aber kümmern wir uns jetzt nicht drum. Sieht man noch ganz schön Löcher drin, aber das kriegt man schon zugeschüttet. So ist alle. Einfach nicht aufgepasst. Also, dass jetzt ja niemand ankommt, das wundert mich so ein bisschen. Wird sich aber nirgends verknotet, so wie es aussieht. Keine Ahnung. Könnten wir ein bisschen den Herfahrer verdichten, ne? So. Da wird dann ja schwindelig, wenn wir hier nur einen Kreis fahren. Ja, den Anhänger voll werden wir jetzt noch abkippen. Kam doch jetzt hier einer, oder? What? Da kommt hier jemand. Sogar zwei. Da kriegt man das Silo zwar nicht ganz fertig, aber es ist so gut wie voll, ne? Da schütten wir den nämlich noch hier rein. Können wir uns den Fast Track davor auskippen. Ja, da sich an den Förderband. Okay. Naja, wenn er meint. So, Zeit ist leider schon rum von der Folge. Wir kippen ihn jetzt hier noch davor aus.
Und dann werden wir das ja fertig bauen. Dann kann es zugedeckt werden. Da sind wir eigentlich schon richtig gut dabei. Da haben wir alle Silos einmal komplett befüllt. So, und dann werden wir uns nämlich hier oben einfach bei den Radlader immer das Häckselgut holen, was wir brauchen. Achso, ist ja voll. Aber ja, Feierabend ist auch schön. Habe ich jetzt hier so ein Loch gemacht? Das war nicht geplant. Da geht dann mehr rein, ne? Gut, Schaufel ist schon wieder leer. Jedenfalls gleich. Ja, und dann machen wir definitiv dann am Freitag hier weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Wer möchte, Freitag 9 Uhr hier die nächste Folge von Rostock. Bis dahin. Tschüss.